Wir können schnell bei Patienten gucken, ob was am Herzen ist oder nicht. Es dauert ungefähr 10 Minuten. Und viele Patienten wissen ja noch nicht mal, ob sie überhaupt ein Herzproblem haben. Die haben dann vielleicht irgendwelche unspezifischen Symptome wie ein bisschen Leistungsminderung oder ein bisschen Kurzatmigkeit oder Schlafstörung oder auch gar keine Symptome. Und das kann man halt mit der Kardiographie wunderbar und schnell ermitteln. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Deutschland. Und ein häufiges Problem ist, dass die Patienten die Lage falsch einschätzen. Also sie haben dann unspezifische Symptome, wie zum Beispiel Leistungsminderung oder Kurzatmigkeit oder sie schlafen nicht mehr so optimal und wissen aber gar nicht, dass es eventuell mit ihrem Herzen zu tun haben könnte. Und lassen das dann entweder gar nicht oder zu spät abklären. Also, und dann kann es natürlich schon zu spät sein. Ich nutze die Kardiographie auf jeden Fall bei Patienten mit spezifischen Symptomen wie Thoraxschmerzen oder Schmerzen, die auch ausstrahlen in den Kiefer oder in den Arm oder auch in den Bauch. Aber grundsätzlich können natürlich auch unspezifische Symptome auf eine Herzerkrankung hinweisen. Deswegen gehört es für mich eigentlich mittlerweile zur allgemeinen Diagnostik mit dazu. Ich hatte mal einen Patienten, der ist zu mir gekommen mit einer Müdigkeit. Der hat zu mir gesagt, ich weiß nicht, was mit mir los ist, irgendwas ist in mir, ich weiß aber nicht, was es ist. Und ich hatte bei dem komplette Untersuchung gemacht. Wir haben auch verschiedene einzelne Sachen gefunden. Aber im Herzen war eigentlich alles soweit in Ordnung. Ich war mir aber nicht so ganz sicher. Ich hatte immer das Gefühl, da ist was am Herzen und hatte ihn deswegen nochmal zum Kardiologen geschickt. Und beim Kardiologen war das jetzt auch alles soweit in Ordnung bei seiner Diagnostik und wurde auch wieder nach Hause geschickt. Und dann hatte ich ein paar Monate später, hatte ich dann mir die Kardiographie besorgt, hatte ich mir gekauft. Und habe die Untersuchung dann nochmal gemacht oder habe die dann zum ersten Mal bei ihm gemacht. Vorher war es ja nur eine andere Untersuchung. Und da ist aber herausgekommen, dass er positiv war. Also hatte er ein positives Ergebnis. Und dann habe ich ihn zur weiterführenden Diagnostik zu einem Kollegen geschickt. Der hat mit ihm ein sogenanntes Stress-MRT gemacht. Also da kriegt er dann eine Substanz gespritzt, die das Herz so ordentlich in Stress versetzt und es werden Schichtaufnahmen gemacht vom Herzen. Da konnte der das noch mal ein bisschen genauer sich anschauen. Und dieser Kollege ist halt nicht, der macht nicht nur die radiologische Diagnostik, sondern der ist zusätzlich auch Kardiologe. Und der hatte da gesehen, dass der tatsächlich einen Mini-Herzinfarkt mal hatte, den sowohl ich als auch der Kardiologe so nicht gesehen hatten. Und auch eine KHK. Und so konnten wir dann eine weiterführende Diagnostik und weiterführende Therapie noch einleiten. Und dem geht es jetzt deutlich besser. Und zu einer weiterführenden Therapie gehört natürlich auf der einen Seite Medikamente, aber nicht zu vergessen natürlich Ernährung, dadurch Gewichtsreduktion, ganz, ganz wichtig. Das hatten wir bei dem Patienten auch gemacht. Und ein Sport- und Bewegungsprogramm. Der Patient hat jetzt auch mittlerweile über 20 Kilo abgenommen. Der fühlt sich wunderbar. Frauen sind in ihrer psychosozialen Situation dann noch so ein bisschen anders als Männer. Die haben halt Beruf und Familie, also Eltern, Kinder, teilweise Enkelkinder und versuchen das alles so unter einen Hut zu bekommen. Und da kommt es dann durchaus auch schon mal vor, dass sie bestimmte Symptome dann ignorieren und dann eventuell auch zu spät zum Arzt gehen. Zum einen war das Problem bisher, dass halt durch ein Belastungs-EKG zum Beispiel bestimmte Herzerkrankungen gar nicht diagnostiziert werden konnten, weil die Sensitivität nicht hoch genug ist. Oder aber andere diagnostische Möglichkeiten dann einfach in einen normalen Praxisalltag nicht integrierbar sind, weil sie einfach zu aufwendig sind. Mit der Kardiographie
können die Ärzte jetzt oder ich auch zum Beispiel ziemlich schnell einen Patienten diagnostizieren und nach 10 Minuten sagen, ob da was am Herzen ist oder auch nicht. Also wir wissen ja alle, wie wichtig das Herz ist. Es schlägt am Tag 100.000 Mal. Und wir brauchen ein gut funktionierendes Herz. Leider ist es bei vielen Menschen so, dass die einfach viel zu spät zum Arzt gehen. Meistens sogar dann, wenn es bereits zu spät ist. Und das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte, dass die Patienten, bevor sie einen Herzinfarkt bekommen, schon eine optimale Therapie bekommen. Und dafür muss man vorher eine gute Diagnostik haben. Wenn jetzt die Kardiographie positiv ist, also wenn da jetzt so ein roter Balken für mich aufleuchtet, dann weiß ich ja, dass ich jetzt weiterführende Diagnostik machen muss. Ich kann ihn ja jetzt nicht wieder so nach Hause schicken. Dann kriegt er von mir einen Überweisungsschein für ein sogenanntes Stress-MRT. Da kommt er dann in die Röhre und es werden Schichtaufnahmen gemacht. Vorher kriegt er noch was gespritzt, was das Herz so richtig in Wallung bringt. Und dann kann dann der Radiologe kann dann genau schauen, ob irgendwo eine KHK ist, vorhanden ist, also eine koronare Herzerkrankung, also ob da Verengungen der Herzkranzgefäße schon am Herzen sichtbar sind. Und dann, ich habe da einen Kollegen hier in Hamburg, mit dem ich da sehr eng zusammenarbeite, der schickt mir dann immer den Befund und sagt mir dann, oder wir tauschen uns dann untereinander aus, wie die weiterführende Diagnostik, zum Beispiel eventuell dann, wenn es ganz schlimm ist, eine Corona-Angiographie, oder wie die weiterführende Therapie sein könnte, was der für Medikamente nehmen könnte oder wie man das noch ein bisschen optimieren kann, seine aktuelle Therapie, seine aktuelle Medikation. Aber was natürlich auch ganz wichtig ist, ist die Ernährung und die Bewegung und der Sport. Also man muss gerade bei, wenn man eine KHK hat, muss man halt ein optimales Gewicht haben. Wenn man übergewichtig ist oder zu dick ist, dann erhöht das den Blutdruck, was wiederum dann auch das Herz mehr belastet. Also wenn man da abnimmt, ist das schon mal sehr förderlich für die Gesundheit. Und auf der anderen Seite mehr Bewegung, mehr Sport. Also die künstliche Intelligenz in der Medizin ist ja immer weiter im Kommen. Zum Beispiel jetzt hier bei der Kardiographie oder aber auch beim Hautkrebs zum Beispiel. Ich finde, das ist eine sinnvolle Ergänzung. Es hilft mir als Arzt für die Diagnostik ungemein, aber sie ersetzt den Arzt natürlich nicht. Also noch nicht. Ich finde das durchaus sinnvoll, dass es auch in der Nachsorge durchgeführt wird, gerade bei KHK. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, zum Beispiel, dass es bei Diabetikern Sinn macht, weil Diabetiker haben ein dreifach höheres Risiko, an einem plötzlichen Herztod zu versterben. Und sie haben eine andere Schmerzwahrnehmung und können dann eventuell die Schmerzen nicht so schnell wahrnehmen wie andere und gehen dann deswegen vielleicht auch später zum Arzt. Und die Deutsche Diabetesgesellschaft sagt ja auch, dass man aktiv nach Myokardischämien fahnden soll. Ich mache natürlich die Kardiographie in meiner Praxis, wenn jemand mit spezifischen Beschwerden kommt. Also wenn der Schmerzen in der Brust hat, wenn es ausstrahlt in Kiefer oder in Arm oder auch mit Bauchschmerzen, aber auch bei nicht spezifischen Symptomen, wie zum Beispiel Bauchschmerzen, kann ja auch eine Herzerkrankung dahinter stecken oder bei Leistungsminderung oder bei Schlafstörung. Die kriegen von mir alle eine Kardiographie. Ich habe das bei mir auch in ein Check-up mit eingebaut. Ich mache einen sehr umfangreichen Check-up bei mir in der Praxis, wo der Patient von oben bis unten untersucht wird. Und da darf natürlich eine ausführliche Herzdiagnostik auch nicht fehlen. Und der Vorteil dabei ist natürlich, es geht relativ schnell. Ich habe nach 10 Minuten habe ich ein Ergebnis. Wir müssen nur die Elektroden ankleben und mit dem Computer verbinden und die Daten in die Software eingeben. Und nach 10 Minuten wissen wir, ob da jetzt was am Herzen auffällig ist oder nicht.